So Leute, dann geht's jetzt weiter. Wir starten jetzt mit dem Briefing und mit der nächsten Mission. Was es ist, aber gut, werden wir sehen. Our primary goal is now envelopment. Your orders are simply to encircle the enemy forces so that their ammunition and fuel supplies cannot be maintained. Without these, they cannot fight. Beware, however. Their forces, both from outside and within, are likely to attempt to break through. You will be given a set of objectives around their forces. You are expected to occupy these and destroy as many of the encircled units as possible. So, okay, das Korsum. Okay, kesseln Sie mindestens 15 feindliche Einheiten ein und schalten Sie sie aus. Okay. Ja. Okay. Ja, wir müssen jetzt einiges eh umstellen. Wir fangen mal an mit den Panzern. Die Flammenpanzer bleiben. Flammenpanzer sind ganz nützlich. So, T34. Frage ist, kann man da was schon umstellen bei T34? Gibt es da irgendwas Neues? Nein. T34 bleibt also alles beim Alten. Jetzt geht's los mit KV. Wir haben KVs, wir haben KV, wir haben S1, 17, 20. Die S2, die brauchen, sind nachher ganz gut bei Verteidigung. Im Angriff sind sie halt ein bisschen schwächer, deswegen. Also der hier wird ein KV. Ja. Was vom Angriff angeht, also schon mal hier ein KV. Da hätten wir schon mal. Du wirst nachher bei dem auf dem IS wohl. Angriff 1, Verteidigung 2, mehr KV. Bewegung, Sichtradius, naja, das ist natürlich. Bewegung. Oh, also wird der wohl der. Machen wir den draus. Ja. Wird nachher IS2E dann die 1er. Angriff 2, Verteidigung. Angriff 2, Verteidigung 2, aus dir mache ich einen KV. Mache ich aus dir Verteidigung. Hier machen wir mal ein IS1. Den bin ich halt nicht. Angriff 1, Verteidigung 2. Angriff 4, dann T34. Die Frage ist, bleibe ich bei dem T34? SE-Einheit T34, bleiben wir dabei oder? Vorerst würde ich sagen, ja. Der wäre aber ein perfekter IS-2, ne? Und der ist ein perfekter KV. Daher, du wirst ein KV, ne. Doch, da. Du wirst ein KV, ja. Du bleibst erstmal ein T34. Da müssen wir noch gucken, weiß ich nicht. Der ist am besten als ein KV geeignet. Für einige. Dann KV-Panzer. Ja. Notfall stelle ich es nachher nochmal um. Das wäre auch ein perfekter IS.
Dann müssen wir vielleicht nachher noch umstellen, ja, ich sehe schon. Kommen wir nicht drum rum. So, Aufklärer. Du. Die Dinger sind einfach hammergut. So, dann geht's jetzt weiter. Mit Panzer. Angriff. Verteidigung. Bei 2 war das, ne? Bei 2. Wäre eigentlich optimal, ne? Also du wärst der, da setzt sich. Kann man ganz klar von ausgehen. Du wärst auch der. Auch eine klare Sache für mich. Dann mache ich aus dir den. Den kann man nachher noch upgraden. So, Artillerie ist Besonderes. Ne? Ja, kann man auch was Panzerabwehr einsetzen. Ja. Natürlich. Besser, ne? Was 10, 7, 12, 9, wir gucken. Dann du kannst der werden. Ordnung. Black. Hier besser. Reichweite. Hier haben wir die. Also es hat ein Problem. Die Frage ist, bleibe ich noch weiter bei Flak? So. Und dem gibt es halt auch nichts mehr Besseres. Könnte ich gleich auf die gehen. Was wir dann noch machen, ja. Der ist. Der ist auch. Bisschen die SE-Einheit. Bomber. Ja, für Infanterie wäre das ja auch nicht schlecht. Verteidigung 1. Angriff 2. Sicht. Wird der ganz gut. Das wäre dann 9. Er hätte auf jeden Fall 9 gegen Panzer und 11 gegen ihn. Hätte guten Spritwert. 9 gegen Panzer, 10 gegen ihn. Spritwert nicht bestimmt. Das machen wir ja. Da haben wir zwei verschiedene Bomber. Bleibt. So, wir gucken mal dich. Ne, da gibt es nichts Besseres. Da würde ich sagen, bleibt das. Bei dem Flachs bin ich halt so gespalten. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Gleiche Einheit. Gleiche Einheit. Nachher für die Dinger, glaube ich, noch ein Upgrade, aber ich war. Aber Moment. Ja, einfach besser. Besser. Alles besser, ja. Was kosten die normal? Ist das jetzt ein Upgrade oder? Dann würde ich sagen, machen wir das Upgrade. Ja, dann machen wir das Upgrade. Angriff 6, Hammer. Mal auch lassen.
Bewegung und Reichweite. Lassen wir mal so stehen. So, Infanterie. So bleiben natürlich. Oder sind wir auf dem neuesten Stand hier? Die Wachen können wir auf 43 setzen. Ja, einsetzen. Fallschirmjäger sind auf dem neuesten Stand 43. Gut, Flammenpanzer, wie gesagt, die bleiben noch. Da sind zwar beschissen, klar. Geld. Was ist halt hier der Vorteil, ne? Sehr effektiv gegen Infanterie und gerade jetzt bei solchen Kämpfen. Nachher so Stadtkämpfe und so ist ganz optimal, die einzusetzen. Deswegen würde ich sagen, das bleibt auch. So, dann machen wir erstmal die Aufstellung. Mehrere Punkte. Also eine Haupttruppe auf jeden Fall hier hin. Hier hin. Ja. So, und du kommst hier hin. D34 kommt. Ein Flammenpanzer. Pioniereinheit hier hin. KV kommt hier mit. Kommst hier hin. D34 kann. Der Aufklärer kann man hier hin. Ne, da brauche ich. Hier was mit. Nein. Hier hin. Hier hin. Pack kommt hier mit. Pack kommt hier mit. Hier mit. Hier hin. So, Jäger. Ne, brauch. Ich glaube eher mehr hier. Hier hin. So, Song ist Wachen 43 hier hin und dann setzen wir die Wachen 43 hier hin. Bei Jimmy hier hin.
Das lassen wir mal zu Hause ausnahmsweise. Weil viel Luftwaffe hat der Gegner nicht. Das ist einfach so. Vielleicht kann man mal eine mitnehmen in der nächsten Runde, aber hier würde ich sagen, mehr auf Infanterie ein bisschen zu gehen. Passt hier für diese Felder optimal. Gut, Leute. Dann ist das die Aufstellung. Ich mache jetzt kurz hier für mich einen Cut, aber jetzt geht's hier gleich mal das direkt weiter. So, dann starten wir. Ja. Oh, fantastisch. Voll zerlegt. 10, perfekt. Ja, damit kann man wirklich was anfangen. Ja, läuft. Läuft richtig. Teilweise zu. Hä? Beide sie. Ja. Zack, wunderbar. Passt wunderbar. Okay, das ist auch richtig gut durchgekommen. So, Artillerie. Okay, so, du hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Okay, das war kurz und schmerzlos, das kann man ganz klar so definieren. Ja, okay. So, dann. Erstmal hier drauf. Bewegung. Ja. Ja, okay. Ist okay. Drauf. Ja. Okay, da ist ein Panda. Natürlich stehen lassen. Wenn da eine Flak steht. Verteidigung. Thank you.
So. Sehr schön. Ne, Artillerie passt ja eigentlich. Das passt ja eigentlich sogar ganz gut. Panzer 4. Okay. Scheiße. Kann man da hier einen Aufklärer? Muss er hier einen Aufklärer haben? Ja. Unterschätzt. Okay. So. Okay, das ist hart. Okay, ich nehme an, das sind diese sogenannten, wie heißen diese Dinger hier? 15 feindliche Einheiten, ne? Mit Sicherheit, ja. Ich will jetzt tippen, dass das ist, ja. Sicherheit. Ist okay, ist okay. Boah, shit. Sehr gut. Gut Platz? Ja.
Wir bombardieren hier. Dann müsste das doch jetzt hier. Machen wir das. Ja. So. So, go. Achter geschützt. Na gut. Aber gut, ja, das kann man so lassen. Irre du hier. Kommst hier hin, das passt. Okay. Hier hin. Also man kann sagen, dass der versucht, sie hier zu verteidigen. Mal wissen, damit man weiß, woran man ist. So, hier unten sind wir durch. Hier unten durch. Na gut, das war wohl eine Verteidigungslinie oder sowas. Hat hier jetzt mal geklappt. So, dann geht ihr jetzt hier lang. Durch. Ja, wir machen jetzt hier Stück für. Ja, ohne Artillerie wird das hier nichts. Kommt's mal hier hin. Nee. Ja. War gut. Das war gut. Ja, sehr gut. Gut, wunderbar. So, wir machen noch diese Runde hier und da.
Ne, das wird hier noch nichts. Oh, scheiße. Ein Tiger. Ja, ein Tiger. Ja. Gut. Komm hier nicht weiter, das darf nicht... Sehr schön. Aber. Gut, dann würde ich sagen, jetzt hier mal intensiv ran. Hier hin. Fünf. Okay. Jawohl. Also geht doch. So, ja. Tigerpanzer hier natürlich. Ja, komm. Komm, wir machen noch diese Runde jetzt. Machen wir jetzt noch. Ja. Also ich hätte gern erstmal den hier weg. Das war doch wirklich jetzt mal ein guter Schuss und jetzt ich den doch kriegen, ey. Voll. Da haben wir Schwein gehabt. Da haben wir Sonne. Okay, ist nur das hier. Lass mal hier erstmal so stehen. Ja. Ja, dann machst du das. So. Unten haben wir alles. Gut. So. Nein. Können wir noch nichts machen? Eine mega schlechte Idee. Nee, da gibt's auch noch nichts. Oh, scheiße. Naja. Schanzung 5, ja. Schanzung 6. Verschanzung. Verschanzung. 8. Den kriegst du da nicht so einfach raus. Kannst du. Junior halt steht hier eigentlich ganz gut da, war so auf dem Hügel. Greift er ihn auch gut.
Da wird bestimmt ein Flak stehen oder sowas. So. Oh nein. Tiger. Auf 4-3 gegen den Tiger für ein T34. Ja, ich wusste, dass hier irgendwo eine Flak rumhängt. War sowas von verdammt scheiße klar. Okay, der eine Tiger hat angegriffen, der andere Tiger nicht. Gut, wunderbar. Kann ich leben. Den Tiger da kriegen wir auf jeden Fall weg, das ist nicht das Problem. Ja, mit ihm hier kriegen wir den auf jeden Fall weg. Aus den da oben dann weg. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war es erstmal von dem Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann geht's weiter mit der Schlacht. Pause. Bis dann und ciao.